cool. Man muss sich nur umschauen. Was manchmal viele Leute das nicht gefunden haben, einfach mal über diese Wege wieder hochgegangen sind. Oder wie viele Leute hier überhaupt diese Quest gemacht haben. Die ja eigentlich gar nicht so offensichtlich ist. Portal und spazierte hindurch. Du lebst noch? Hast du was gefunden? Verbrannte Notizen, ein Neckernest, Ratten, nichts Interessantes. Warum nehme ich dir das nicht ab? Ich sage die Wahrheit. Ihr Jäger seid immer so misstrauisch. Und das nicht ohne Grund. Schnappt ihn! Ewiges Feuer! Okay, mit Rade, wir brauchen jetzt wohl nicht mehr sprechen. Er hat ihn umgebracht! Klar! Schlechte Idee! Oh oh. Dämliche Hexenjäger. Es war klar, dass wir nochmal irgendein Problem bekommen werden. Machen wir es schnell. Schneller! Mit den dämlichen Hexenjägern. Und Radovid seiner Truppe. Was sollte das denn jetzt schon wieder? Die Meritium fesseln. Damit man keine Magie anwenden kann oder was? Ich hoffe, es gibt von Radovid keinen Ärger. Tja. Wir warten das mal bis zum nächsten Morgen. Ein schöner Tag. Warum haben die uns denn jetzt angegriffen? Tja. Aber jetzt sollten wir erst recht zuerst mit Triss sprechen und dann mit Radovid. Sonst lässt Radovid uns bestimmt köpfen, weil wir seinen Hexenjäger getötet haben oder sowas. Abwarten. Est Taya. Alnes. Stimmt, da gibt es ja auch noch einiges. Gut, dann geht's mal wieder auf nach Novigrad, wo wir ja schon so lange nicht mehr waren. Hier kommt man echt rum. Huch, muss man schon sagen. Ich finde es auch gut, dass wir bei der Nebenquest so viele Nebencharaktere eingesetzt werden. Also eigentlich Hauptcharaktere, die auch für die Hauptquest eine Rolle spielen, dass sie auch bei Nebenquests eine Rolle haben und uns helfen können. Das finde ich echt gut. Nur 3 von 10 Jungen überleben die Kräuterprobe und werden Hexer. Die übrigen sterben unter Qualen. Oje. Du kannst überall herumsteifen, triffst aber möglicherweise auf sehr mächtige Feinde. Kehre zu ihnen zurück, wenn du mehr Erfahrung hast. Das ist ein guter Tipp. Und hier ist eine Quest. Wie sie sehen. Und das große Erwartungswegebusgedächtnisrennen. Ach, das ist also reitet, lauft oder kriecht, so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegebus. Mehr nicht? Einladung zum Gedächtnis. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hört, hört, Bürger der freien Stadt Novigrad und Fremde. Die noble Familie Wegelbutt gibt sich die Ehre, zum alljährlichen Großer Erasmus Wegelbutt Gedächtnisrennen zu laden. Es sind sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer des Rennens willkommen. Wie üblich findet das Rennen auf dem Gelände des Wegelbutt-Anwesens statt. Man wende sich mit allen Anliegen an den Rennleiter. Heute schon kaufen kannst. Klar. Das können wir aber auch später machen, oder? Nebenquest. Hohe Einsätze. Hier, ja, das können wir bei Zeiten machen. Jetzt heißt es erstmal Triss finden. Die in der Winkelgasse ist die ja nicht mehr. Die ist irgendwo anders jetzt unterwegs. In einem Gasthaus? Ne, in den Scherben treibt die sich irgendwo rum. In einem schiefen Haus? Guck mal, guck mal. Okay.
Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ein anständiges Haus, das ziemlich schief ist, Leute. Finde ich auch cool, dass die es auch innen machen. Und Triss ist weiter oben. Dass sie nicht Angst haben, dass das Haus einstürzt oder sowas, ist ja auch wunderlich. Ich will jetzt mal nichts stehlen und ja auch nicht überall reingucken. Hier wohnt ja schließlich Triss und wahrscheinlich die Leute, die sie versteckt halten. Guck mal an, Triss. Ja, Geralt? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Wo habe ich den denn jetzt nochmal her? Sieht aus wie ein Adliger. Könnte auch einer sein. Komm mit, ich kann das Ritual nicht hier abhalten. Was für eine Quest war das denn jetzt nochmal? Nicht, dass ich wieder eine Hauptquest überspringe oder sowas. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Versuchen wir es. Ich glaube, es ist ein Adliger. Nimm dich in Acht. Es könnte auch was viel Gefährlicheres sein. In Alan, Dauna Aes. Koralle, nein. Ich kann alles erklären. Koral? Ich habe die Frau nie angesehen. Du bist mein Ein und Alles. Oh, du bist nicht Koralle. Ein Succubus, eine Täuschung. Wo bin ich? Koral hat ihn also verzaubert. Sieht ihr ähnlich? Wenn es eine rachsüchtigere Zauberin gibt, kenne ich sie nicht. Tja, außer vielleicht... Koralle ist nicht hier? Wenn das so ist, komm zu mir, Succubus. Wie heißt du? Wir sind in Novigrad. Novigrad. In Novigrad? Ich weiß noch, dass ich in Oxenfurt war und Koralle war außer sich. Wie kann sie Treue verlangen, wenn sie selbst so lüstern ist wie... Eine junge Ziege. Genau. Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich von einer Rinderherde überrannt worden. Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Aber ihr habt mich offenbar erlöst. Hier, nimm dies. Amüsier dich. Mach einen drauf. Deren Geschmack nicht besser geworden ist, seit du mit ihr geschlafen hast. Gehen wir. Der freundliche Herr kommt nun sicher alleine zurecht. Aha. 30 Kronen. Kleine Axiglyphe. Was ist das für eine Quest? Die Statue des Adeligen abgeschlossen.
Abgeschlossen. Müssen wir jetzt hier ganz unten nachschauen, oder was? Ey, wir haben schon ganz schön viele Quests abgeschlossen. Komm. Die Statue des Adeligen. Okay, doch nicht. Ich will gucken, was das für ein Level ist. Gieriger Gott, makabre Ernte, möchte gern, Ahnenfest, Lynchmob, Gewinn, fliegende Fäuste, magische Lampe, ein Gefallen, durchgeknallt, kostbar, auf dem Sterbebrett, Spaziergang, das Dilemma, die Statue des Adeligen, Stufe 14, okay. Hatten wir wohl noch offen. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Wieso sind wir da? Mysteriös. Okay, jetzt aber nochmal. Wieso haben wir vor allem das Schwert gezogen? Der das Graue ist noch viel mysteriöser. Ja, geht schon den ganzen Tag zu wie im Taubenschlag. Tut mir leid. Wenn Triss uns ins Nachbarhaus führen musste. So, Triss, jetzt aber mal wirklich, ne? Ja, Geralt? Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Noch besser. Ich habe das hier gefunden. Ein Megaskop-Kristall. Er ist beschädigt, könnte aber noch funktionieren. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt! Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur de Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist Sinn. Dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen. Die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher. Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück.
Okay, dann wäre das schon mal erledigt. Und mich interessiert ja, was dann dabei rauskommt. Weil ich fände es eigentlich persönlich cool, wenn die Loge wieder Zauberin wieder erweckt wird. Dann hätten wir wieder die guten alten Witcher 1 und 2 Zeiten. Vor allem die Witcher 2 Zeiten. Und ich bin ja ein bisschen eh gegen M hier und Radovid. Und Triss und Yennefer, ne, sind ja unsere Best Buddies. So ungefähr. Oh, hier kommt man gar nicht raus. Hier hinten kommt man raus. Von daher wäre so eine Loge bestimmt sicherlich ganz cool. Allein schon, um auch die Rechte der Anderlinge, der Hexer, der Hexen und sonstiger Zwerge und Skelette und sowas zu stärken. Von daher, joa, nicht schlecht. Schlechte Idee. Ich werde dich umbringen. Ja, natürlich wirst du das. Ich würde aber erstmal ein Schwert ziehen. Mann von Hurensohn, natürlich. Was in aller... Ich möchte mal kurz erwähnen... Warte, was für viel Platz haben wir eigentlich? 21. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass das keine gute Idee war, Leute. So. Und wir suchen mal jetzt erstmal einen Händler noch auf. Weil wir müssen erstmal noch ein bisschen was verkaufen. Und wir können dann bei Vivaldi mal... Was ist das denn hier Cooles? Ist hier ein Kunsthändler? Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Interessant. Wir können bei Vivaldi mal wieder ein bisschen Geld um... Oh, Entschuldigung. Ein bisschen Geld umtauschen. Vivaldi, altes Haus. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Mögen die Kobolde dir in die Grütze kacken rumtreiben? 276 Kronen, das ist wundervoll. Das ist ja praktisch schon pures Geld. Und guck mal, hier haben wir noch den Rüstungsschmied. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Erstklassige Schwerter und der macht Rüstung, oder was? Okay, erstmal die ganzen Streitkolben hier fertigen. Oh, und der hat richtig Asche. 3000. Da können wir jetzt richtig Gewinn machen. Guck mal, hier so ein Sattel. 86. 118. Können wir auch mal verkaufen. Den hier auch. Genauso wie die Scheuklappen. Die schlechtere Armbrust. Die Hosen. So, und das bringt uns immer noch 141. Sogar Geselle-Rüstungsschmied. Die können wir verkaufen. Mahakama-Hose können wir auch verkaufen. Die macht nämlich 43, die macht nur 36 Schutz. Hier Langkrall können wir auch verkaufen. Und Deitwind können wir auch verkaufen. Und hier würde ich gerne noch irgendwie die Runen daraus kloppen. Verbesserung entfernen. Und zwar von Ultimatum. Banshee. Mondklinge. 96, nur 33. Ne? Genau. Verbesserung entfernen. Die Verbesserung wird diese Verbesserung wird dadurch zerstört. Und wenn ich das zerlege. Ah, dann kriegen wir die Runensteine wieder raus. Ja, sehr schön. Zack. Okay. Gut, ein bisschen was können wir noch verkaufen. Zum Beispiel diese Armbrust. Die Runenscheine natürlich nicht. Aber hier haben wir bestimmt noch einiges. Okay, das will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Andere Gegenstände. Da können wir jetzt mal richtig Gewicht wieder loswerden. Elfenkopf, den behalte ich mal als Andenken. Hier auch die ganzen Felle. Blei. Praktisch alles, was man hier noch zerlegen muss, können wir alles verkaufen. Mal gucken, das wiegt auch einiges. Huch. Rasiermesser. Rostiger Hammerkopf. Schöpfkelle. Das kann er natürlich alles gebrauchen wegen zum Zerlegen. Guck mal, wir haben auch 17 Fistech. Und wir machen damit Geld.